Insbesondere interessiert mich, wie Ältere aktiv in die Gestaltung der dritten Orte mit einbezogen werden und welche Aufgaben sie dort übernehmen. Mit ihrer Expedition Age and City lädt die Körber Stiftung jährlich dazu ein, internationale Städte kennenzulernen, die eine vorbildhafte Politik zur Gestaltung altersfreundlicher Umgebungen betreiben. Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sowie für Alterspolitik Verantwortliche aus Kommunen im ganzen Bundesgebiet sind im September 2023 gemeinsam mit der Körber Stiftung nach Den Haag gereist. Die 550.000 Einwohnerstadt ist seit 2015 Mitglied im weltweiten WHO-Netzwerk der Age-Friendly Cities und richtet seine Alterspolitik an den dazugehörigen Handlungsfeldern aus. Soziale Teilhabe zu ermöglichen ist einer der zentralen Bausteine zur Gestaltung der altersfreundlichen Stadt. Und niedrigschwellige Orte der Begegnung, also dritte Orte, tragen dazu bei. In Den Haag soll jede ältere Person so einen dritten Ort schnell und sicher erreichen können. Deshalb wurde 2017 das Programm Ontmoeten, zu Deutsch Treffen, auf Initiative der Stadtverwaltung ins Leben gerufen. Es integriert bereits existierende Orte der Begegnung in das Ontmoeten-Netzwerk. Die Programmkoordinatorinnen machen aber auch Bedarfe in Quartieren aus, die noch keinen Treffpunkt für Ältere haben, und gehen auf private und zivilgesellschaftliche Organisationen zu, um neue dritte Orte mit städtischer Förderung zu schaffen. Für die Älteren im Stadtteil Moorwijk spielt vor allem ein dritter Ort eine zentrale Rolle. Die Partizipatieköken. Der Stadtteil ist der ärmste der Niederlande und viele der Älteren hier haben eine geringe Kaufkraft. In der Partizipatieköken können sie ein günstiges, gemeinsames Abendessen, Austausch und Kultur erleben. Die Zutaten für das Essen sind meist Spenden noch nutzbarer, aber nicht mehr verkäuflicher Lebensmittel. Gründer und Betreiber Ben Lachab hilft den Menschen im Stadtteil zudem dabei, auf den Grünflächen zwischen den Wohnblöcken Gärten zu bewirtschaften und dort frische Lebensmittel anzubauen. Vanuit de participatiekeuken gebruiken we het eten als middel om mensen bij elkaar te brengen, om zo armoede en eenzaamheid tegen te gaan en integratie te bevorderen. Die Abendessen bestehen aus drei Gängen und kosten 3 Euro. Wer angibt, sich das nicht leisten zu können, bezahlt nichts. Die Köken finanziert sich durch Spenden, geringe Gewinne und Fördermittel der Stadt. Viele der Älteren aus dem Stadtteil engagieren sich auch selbst in der Partizipatieköken. Ben Lachab und die Nachbarschaft in Moorwijk gestalten hier ihren ganz eigenen dritten Ort. Die Stadtverwaltung in Den Haag setzt bei ihrer Alterspolitik auf Mitbestimmung. Die Älteren selbst wissen, was sie für ein gutes Leben in ihrer Stadt brauchen und an welchen Orten sie Teilhabe leben wollen. Well, it's very important because of the elderly themselves. It's very important that they can participate in the politics and in the policy making of The Hague, because only then we know what they need and what they would like to change and alter in the city, in their lives. The influence of us, we are started as SOC in already more than 35 years. So we are a part of the community. Also regarding the influence to the municipality and the politics. Neben der städtischen Altenkommission, die sich mehrfach im Jahr mit dem Oberbürgermeister zu Konsultationen trifft, trägt auch das 2020 von der Stadtverwaltung beauftragte Projekt Monitor Age Friendly The Hague zum Einfluss der Älteren bei. Sie werden systematisch nach ihrer Zufriedenheit mit den getroffenen altersfreundlichen Maßnahmen befragt. Beauftragt mit der Analyse ist Joost van Hoof, Professor für urbanes Altern an der Fachhochschule Den Haag. It's important to measure age friendliness in a quantitative way because it gives you statistics, it gives you real numbers. And if you have a lot of real numbers, you can also crack the code behind it and you can actually see patterns. And based on numbers and patterns, you can help policymakers and politicians to come up with better action programs and better policies for age friendliness. Vor allem zu einem generationenübergreifenden Austausch trägt ein besonderer dritter Ort im Stadtzentrum bei. Das Amare, eine große Kultureinrichtung, die für Menschen jeden Alters offen steht.
Es wurde 2021 eröffnet und mit öffentlichen Geldern realisiert. Amal is a very unique building because it's a theater that is free to enter for everybody, 7 days a week. There's a lot of events in this building for all ages. And you can find music, theater, dance, everything here. Ein Wohnprojekt für Ältere, das gleichzeitig ein Ort des Erprobens altersfreundlicher Technologien sowie ein offener Ort der Beratung ist, befindet sich im Stadtteil Eskamp. Im Easy Woning leben 50 Seniorinnen und Senioren und testen in ihrem Alltag verschiedene smarte Anwendungen, die ihnen das selbstständige Wohnen erleichtern. Alle Interessierten können sich in einer Musterwohnung bei den Älteren selbst über die Technologien informieren, mit denen sie leben. Und danach im Innenhof mit ihnen eine Partie Minigolf spielen. Wij promoten allein Dinge, was für die alten Menschen nützlich ist. Das ist es. Das mache ich jede Woche, zwei, dreimal in der Woche. Innovative Orte der Teilhabe, eine lebendige Quartiersentwicklung und das Selbstverständnis, dass die Mitbestimmung Älterer zu einer gut funktionierenden und lebenswerten Stadt dazugehört. Das macht die Alterspolitik von Den Haag aus, die zudem wissenschaftlich eng begleitet wird und sich an den Handlungsfeldern der WHO ausrichtet. Was denken die mitgereisten Gestalterinnen und Gestalter aus deutschen Kommunen darüber? Ich finde es in vielerlei Hinsicht vorbildhaft. Denn es ist nicht etwas, das aus dem Elfenbeinturm heraus von Besserwissern ausgedacht wird, sondern es startet mit Abfrage und mit Feedback. Es startet mit Struktur und Datenbasis. Und der gesamte Weg immer wieder bietet Austausch und Feedback. Und besonders schön fand ich diesen Satz, den wir gehört haben im Scharkelpunkt: Never start with location, always start with people. Daraus ergibt sich alles Weitere. Was mich an der Altersstrategie hier in Den Haag überzeugt hat, ist die Verbindlichkeit, mit der die Altersstrategie umgesetzt wird, mit allen Akteuren bis hin zur Hochschule und allen beteiligten Institutionen. Und ein Satz, der mich gestern besonders beeindruckt hat und der das Ganze gut reflektiert, ist Meet, Relate, Create and Work Together. Und das bedeutet eben auch, die Menschen einzubeziehen und teilhaben zu lassen.